Hallo ihr Lieben, beste Grüße aus Island. Wir haben so ein paar Zuschriften bekommen, dass wir doch mal was zu unserem Auto erzählen sollen. Das machen wir natürlich gerne. Wir haben einen MAN TGS 18540. Was bedeutet, der kann maximal 18 Tonnen und hat 540 PS. Also wir haben schon satt Leistung. Die 18 Tonnen erreichen wir nicht, zum Glück eigentlich. Wir sind immer so bei 14 bis 15 Tonnen. Je nachdem, wie unser Flüssigkeitsstand ist, deswegen auch eine viel gefragte Frage. Ja, wir haben beide Klasse 2 Führerschein. Wir sind 9,50 Meter lang, 3,90 Meter hoch und 2,55 Meter breit. Was so die maximale Breite ist, die so zulässig ist in Europa. Ja, die Ausmaße sind schon viel, gerade die Höhe ist auch hier und da mal ein Problem, aber oft auch durchaus ein Vorteil, so was den Komfort angeht. Wir fühlen uns pudelwohl damit und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit unserem Island Teil 2. In Haugernes ist so ein kleiner Wunsch in Erfüllung gegangen. Es ist ein ganz kleiner Fischerort und ich wollte ja unbedingt fischen gehen und von Land ist das ja immer so nur so eine halbe Sache. Und dann habe ich einen alten Fischermann getroffen und angesprochen und gesagt, hey, mit wem kann ich hier mal angeln gehen? Ich würde so gerne rausfahren und die Tour Operator, die haben wir da alle zu. Und dann hat er gesagt, hey, 30 Minuten. Und dann waren wir wirklich eine halbe Stunde später mit ihm auf seinem Boot und waren angeln. Wir fahren gerade auf der Ringstraße in Island, was der Ringstraße irgendwo sinnvoll ist, führt einmal rundherum, ist mittlerweile zu 100% asphaltiert, aber gar nicht so wie wir es kennen zu Hause, sondern fast nur aufgeschüttet, keine Auslaufzonen, keine Leitplanken, also irgendwie kaum Platz außer der Spur, die man selbst hat. Dadurch, dass sie aufgeschüttet ist, hat man immer eine Böschung. Und deswegen muss man so verdammt aufpassen, dass man bloß auf der Straße bleibt und nicht rechts und links gucken, weil sonst, das geht sofort in die Rabatten und dann ist man weg. Sehr witzig jetzt auch gerade, das hat man hundertfach, die sparen an den Brückenkosten und die Brücken sind immer Single Roads. Das heißt, man muss den Verkehr, die müssen sich alleine verständigen. Und wir haben jetzt mehrfach eine Geschichte gehört, dass die Asiaten, die ganz viel ja hier sind, dass sie das nicht peilen und auf den Brücken ineinander crashen, weil sie nicht merken, dass sie plötzlich von einer normalen Straße auf eine Single Road geraten. Hier so, jetzt, das ist gerade mal selten, man hätte ja hier mal eine Auslaufzone auf der linken Seite und rechts, ja, wenn ich da jetzt reinkomme, das wäre ein grande Problema, würde ich sagen.
Entlang der Fjorde zu fahren ist total herrlich. Immer das Wasser im Blick und auch die Berge auf der anderen Seite hat uns super gut gefallen. Hin und wieder haben wir auch Tiere gesehen, also das heißt Robben, auch Seeadler, hin und wieder auch mal ein Wal ganz kurz oder auch Delfine. Aber wir waren nie schnell genug, irgendwie die Kamera rauszuholen und irgendwie ein gescheites Foto hinzubekommen. Was noch auffiel war, dass gerade in den Westfjorden total viele Treibhölzer ankommen, die immer sammeln. Das fanden wir doch sehr beeindruckend, da ja keine Wälder zu sehen sind und dass die durch die Strömung dort anlanden. Ihr habt gerade ja so ein paar Szenen mit Wind gesehen. Das ist ein Bruchteil dessen, was wir an Wind tatsächlich in Island erlebt haben. Und man muss auch ehrlich sagen, manchmal nervt das schon und schränkt den Bewegungsradius ein. Es sind Winde, die wir so in Deutschland eigentlich nur alle paar Jahre haben. Und auch von Windgeschwindigkeiten teilweise für unsere Verhältnisse exorbitant sind. Severe Gale Warning hatten wir, also extremer Sturm. Das kennen wir von zu Hause eigentlich nicht. Die Halbinsel Snæfellsnes ist für uns ein totales Island-Highlight. Und wenn man uns fragen würde, was muss man in kurzer Zeit von Island gesehen haben, dann ist es Snæfellsnes, was zudem auch noch nah an Reykjavik liegt. Hier gibt es vom Gletscher und vom Vulkan über super Landschaften und Lavaformationen alles geboten auf quasi engem Raum. Wir haben es voll genossen und zudem liegt hier nach Jules Verne auch der Eingang zum Mittelpunkt der Erde.
Nach der Abfahrt vom Gletscher Langjökull haben wir uns entschieden, durchs Hochland weiterzufahren, das eigentlich für Fahrzeuge gesperrt ist. Und der Schnee war schon recht hoch und wir haben echt ziemlich gekämpft. Eine wunderschöne Aussicht, wir waren ganz alleine, natürlich gesperrte Strecke. Und der Schnee wurde höher und höher und wie ihr seht, haben wir es versucht und mit richtig Gewalt und Anlauf jetzt nochmal auf dem Bauch gelandet. 15 Tonnen LKW und bewegen sich keinen Meter mehr weiter. Und dann haben wir so 1 bis 2 Stunden geschippt und geschippt und geschippt und waren wieder draußen. Das Wort Geysir ist eins der ganz wenigen Wörter, die aus dem Isländischen quasi in unsere Sprache transportiert worden sind. Das heißt, es ist Isländisch und es ist eigentlich quasi das Highlight in Island. Und man weiß ja eigentlich schon, wenn man das erste Mal dahin geht, was einen erwartet, weil man kennt es aus zig Videos und Geschichten. Und trotzdem, wenn man dann da ist, es ist umwerfend und es ist einfach ein Phänomen und es ist der absolute Oberwahnsinnshammer, das miterleben zu dürfen.